Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Und heute soll es darum gehen, wie ihr Tierwesen fangen könnt, zähmen könnt und darauf reiten könnt. Unter anderem auch, wo ihr zum Beispiel ein Einhorn herbekommt, weil ich habe hier ein schönes Einhorn. Dann noch allgemein ein paar Sachen zu Fangtechniken und zu seltenen Formen. Es gibt nämlich Shinies tatsächlich. Hier zum Beispiel das Testral ist ein Shiny, das seht ihr oben. Neben dem Namen ist so ein kleiner Stern. Und ihr seht es auch an der Farbe, das ist halt Silber und die anderen sind Gold. Dann gibt es hier noch einen Hippogreif und einen Shiny Hippogreif habe ich noch gar nicht, tatsächlich. Der ist vom DLC, vom Frühbestellerbonus, von der Deluxe-Version. Und, aber naja, starten wir mal rein. Also, das erste, was ihr braucht, ist Zugang zum Raum der Wünsche. Den Zugang bekommt ihr relativ früh im Spiel durch die Hauptmission. Die Professorin Weasley, die stellvertretende Schulleitung, zeigt euch den Raum und bringt euch hier hin. Und wenn ihr hier Zugriff zu habt, dann müsst ihr weiter in der Story fortschreiten und die Mission abschließen, wo ihr Tierwesen das erste Mal im Unterricht durchnehmt. Sobald ihr die Mission beendet habt, kommt ihr wieder hierhin zurück in den geheimen Raum der Wünsche und habt eine Mission mit Deke. Und Deke geht da mit euch auf Tierwesen fangen und fängt mit euch eure ersten Tierwesen und erklärt euch auch, wie das geht mit dem Schnappsack. Schnappsack, das ist hier dieser Sack. Ich kann euch den gerade mal zeigen. Hier unten. Schnappsack. Damit könnt ihr Tierwesen in der freien Wildbahn fangen. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das am besten macht. Wenn ihr hier auf der Weltkarte seid, hier zum Beispiel im verbotenen Wald, dann seht ihr hier solche Symbole, die euch anzeigen, hier gibt es Knuddelmuffbau oder hier gibt es einen Mondkaltbau oder hier gibt es den Einhornbau. Also es gibt Einhörner, es gibt Phönix, es gibt ganz weit hier unten im Süden, gibt es, ganz wichtig für Stufe 3 Verbesserungen, den Graphornbau. Also hier könnt ihr die ganzen, ich wollte gerade schon sagen Pokémon, aber es sind ja keine Pokémon, die Tierwesen finden. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal noch ein Einhorn, oder? Das hier ist die Location für das Einhorn, merkt euch das. Das ist die ganze Karte. Hier gibt es die Einhörner. Dann markieren wir uns das einmal und springen einmal dahin. Und jetzt ist ganz wichtig die Taktik. Ihr braucht am besten, so mache ich das zumindest, am besten braucht ihr Arresto Momentum. Das bekommt ihr, wenn ihr eure ersten Flugstunden hattet und dort etwas weiter in der Story voranschreitet von der Flugschullehrerin. Und das benutze ich immer zum Fangen der Tierwesen. Das finde ich ganz einfach. Übrigens, ihr könnt... Das ist vielleicht mal was für ein extra Video. Ihr könnt natürlich auch auf dem Tierwesen reiten. obwohl, das kriegt ihr eigentlich automatisch durch die Story. Also, da müsst ihr euch eigentlich keinen Stress machen. Das. Oh, nicht zu nah ran. Wenn die euch hören oder sehen, dann hauen die direkt ab. Deswegen schön runter hier, bitte. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Genau, am besten. Am besten schleicht ihr euch auch an mit wie heißt der Zauber nochmal? Desillusionierung. Relativ früh ruhig einsetzen. Und dann geht ihr zu dem Einhornbauen ganz sachte und ganz ruhig. Und es schleicht euch an. Manche Tierwesen sind übrigens nur tagsüber und manche sind nur nachts da. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Da haben wir aber das Einhorn. Ich rede auch ein bisschen leiser, weil das ist wichtig. Und jetzt macht ihr als erstes zack und dann holt ihr den Schnappsack raus und dann könnt ihr den fangen, ohne dass es wegläuft. Da haben wir es. Einhorn ist, glaube ich, das schwierigste Tierwesen zu fangen. Ich glaube, danach kommt direkt Hippogreif. Aber den haben wir uns geholt. Und dann gehen wir jetzt mal zurück in den Raum der Wünsche. Und wenn ihr hier dann R1 drückt, dann habt ihr hier rechts euer ganzes Tierwesen-Inventar. Und hier ist mein Einhorn. Und das kann ich dann einfach mit X hinzufügen. Und dann
habe ich das hier. Ist übrigens ein Weibchen. Hier habe ich ein Männchen, hier habe ich ein Weibchen. Man kann die übrigens später züchten mit einem Zuchtgehege. Wo ist es denn jetzt? Kannst du mal kurz herkommen, bitte? Da ist es. Einhorn. Upsala. Angreifen wollte ich es nicht. Sorry. Kannst du mal hier ein bisschen so machen. Und ein Einhorn. Haar holen. Sehr schön. Ja, und so könnt ihr dann eure Tiere hier alle freilassen. Ich werde versuchen, in Zukunft noch mehr solcher Videos zu machen mit interessanten Stuff, das nicht offensichtlich vom Spiel erklärt wird, wie zum Beispiel die ganzen Merlin-Rätsel oder anderes. Ich finde, da gibt es schon vieles, was auch gerne eine Erklärung bräuchte. Da will ich auf jeden Fall Videos zu machen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, aktuell streame ich jeden Tag fast 12 Stunden Hogwarts Legacy und versucht das Spiel auf Platin zu bringen. Also wenn ihr da dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Legacy. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Legacy.